Hallo zusammen! Ja, in dem heutigen Video soll es mal wieder um das Thema Solar gehen und ich finde, das ist auf jeden Fall wirklich der Hammer, denn die Firma Green Akku hat neue Solarmodule rausgebracht und zwar so ultraleichte. Das ist wirklich unfassbar, also was die von Gewichtsersparnis haben, gerade für so Fahrzeuge wie jetzt hier den Bürstner, der 3,5 Tonnen hat, und da wisst ihr alle, bei so Fahrzeugen, auch beim Wohnwagen, ist das Thema Gewicht natürlich ein Riesenthema. Denn ja, ich möchte gerne Solar aufs Dach haben, ich möchte das, aber wir kommen halt dann alle irgendwann auch in die Bedrängnis, dass wir mit dem zulässigen Gesamtgewicht wirklich nicht mehr klarkommen. Und die Firma Green Akku hat jetzt ultraleichte Solarmodule in verschiedenen Stärken rausgebracht. Die sind alle Schindeltechnologie, also wirklich cool, finde ich super. Anfangen tut das Ganze zum Beispiel hier mit dem kleinsten und dem schmalsten mit 60 Watt. Das ist dieses hier. Ich verlinke euch logischerweise unten in der Videobeschreibung wieder alles. Dann haben wir das Ganze als 80 Watt, als 120 Watt, als 140 Watt und als 160 Watt. Und der Hammer da dran ist, ohne Quatsch, ne? Also das soll man gar nicht meinen, Leute, das hier ist super leicht. Ich glaube, irgendwas um die 3,1 Kilo das Größte oder 3,2 Kilo das Größte. Wie gesagt, Daten verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und wenn du jetzt überlegst, dass du normalerweise bei so einer Größe Modul mindestens mal 13 Kilo hast, ne? Wenn du dann mal 10 Kilo pro Modul einsparst, Wahnsinn, also das ist ja exorbitant viel, wenn man sich dann überlegt, man hämmert sich jetzt hier diese Module und geht jetzt mal, keine Ahnung, so von 3 Kilo, 3, 6, 9, 12, 15 Kilo, hast du für diese Batterie an Modulen, plus, minus natürlich, ne, ich weiß, die wiegen nicht alle hundertprozentig gleich, weil das kleinere ist natürlich leichter wie das 160er, aber so einfach nur so über den Daumen, ne? Dann bist du irgendwo bei 15, 16, 17 Kilo für diese Batterie an Solarmodulen. Und wenn du jetzt dann überlegst, du hättest normalerweise, nennen wir mal einen Schnitt von 10, 12 Kilo, ne? Riesig. Der Unterschied ist gigantisch. Also wie gesagt, gerade bei Fahrzeugen mit 3,5 Tonnen Klasse ist das total der Hammer. Ja, wie gesagt, ihr könnt die dann hingehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, selbstverständlich. Ihr könnt diese natürlich auch wieder mit einem Spoiler, ne, einfach verbauen. Oh, hier schallt es ein bisschen in der Ecke. Ich muss hier so ein bisschen hinten, damit ich hier keinen störe. Wie gesagt, hier schön mit einem Spoiler, auch oben aufs Dach. Oder aber auch, man könnte hier jetzt beispielsweise eine Klebenaht einfach drumherum ziehen. Beispielsweise eine Edelstahlmutter zwischenlegen als Abstandshalter, damit man trotzdem so ein bisschen Hinterlüftung hat. Und dann hat man, so gesehen, das ist so wie ein Flexmodul in einem Rahmen. Aber dann hast du halt die komplette Hinterlüftung, ne? Also da ist ja immer dieses Thema, ja, Hinterlüftung nein. Ich habe, wie gesagt, bei mir auf dem Fahrzeug ja ein Flexmodul flächig verklebt, aber selbstverständlich das Thema Hinterlüftung. Das Coole ist, diese Module gibt es genau so auch nur als Flexmodul. Heißt, ihr könnt euch diese Module auch kaufen und sie flächig verkleben, wenn ihr das gerne möchtet. Aber wie gesagt, das sind mal ultra leichte Rahmenmodule in verschiedenen Stärken. Ich werde euch demnächst auch nochmal, da muss ich mal schauen, dass ich euch die separaten Flexmodule auch nochmal vorstelle. Es gibt noch viele, viele weitere tolle Produkte von Green Akku. Die haben also innovationstechnisch sich echt mal ein paar Gedanken gemacht, gerade was das Thema Gewicht angeht, wie beispielsweise hier bei diesem Harmony Line von Bürstner. Ja, wie gesagt, ein kurzes, knackiges, kleines Video, soll auch wirklich nur eine Vorstellung von den Modulen sein. Es wird demnächst auch noch Videos geben, wo ich die ganzen Module einmal testen werde. Da werde ich mir dann mit einem Laderegler die einzeln anschließen. Werde mal gucken, wie das aussieht wegen Teilverschattung. Ne? Das ist ja auch so ein Thema. Das ist ja das Tolle gerade bei den Schindelmodulen, die extrem gut dafür gedacht sind, wenn man mal teilverschattet steht. Da wird es auf jeden Fall auch noch Tests geben. Die werde ich noch machen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal in diesem Video nur die Vorstellung der Module, damit ihr mal seht, was es so Neues auf dem Markt gibt. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn ich beispielsweise diese Module dann mal teste, mit einer Batterie und mit einem Laderegler, gucken, was da so an Energieausbeute kommt.
Das wird, wie gesagt, in einem späteren separaten Video kommen. Aber bis dahin, Leute, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.